Also ich glaube, dass die politischen Prozesse durch Globalisierung und durch Komplexität von Entscheidungsprozessen schwerer durchschaubar werden und deshalb die parlamentarische Demokratie, die repräsentative Demokratie stärker vor der Herausforderung steht, diskursive Demokratie zu werden. Das heißt, zu erklären, transparent zu machen, aufzuklären, um was es sich eigentlich für Entscheidungssituationen und Lagen handelt und dass die natürlich eine demokratische Legitimität benötigen, um ja, Vertrauen in politische Entscheidungen zu schaffen. Das wird aber immer schwerer und immer komplizierter für Politik. Politische Bildung ist das A und O, um Leuten einen Zugang zu geben, Prozesse im demokratischen Bereich nachvollziehen zu können, zu durchschauen. Aber das Wissen allein ist es nicht, sondern die Frage ist, wie wende ich Wissen an? Und da sind wir dann bei dem Thema der Partizipation oder der Teilhabe an den Prozessen. Und meine Prognose ist, dass es in der Zukunft immer wichtiger wird, eine Relegitimierung demokratischer Entscheidungsprozesse durch Teilhabe zu organisieren. Das heißt, wir müssen Entscheidungslagen durchlässiger werden lassen, und wir müssen versuchen, die Bürgerschaften, auf den verschiedenen Ebenen, in den Kommunen, wie in den Regionen oder auch, auf der Länderebene, in diese Entscheidungssituation einzubeziehen und ihnen auch ein Stück, Spielraum dafür zu lassen. Also Vorschläge wie die Bürgerhaushalte laufen ja darauf hinaus, dass der Staat, der legitimiert ist zu handeln, nicht mehr alles selber entscheidet bis zum letzten Detail, sondern schaut, wie er die Bürger selber und die Bürgerinnen wieder einbezieht in Entscheidungsprozesse. Und gute Erfahrungen in dem Bereich von Teilhabe können auf diese Art und Weise neues Vertrauen schaffen.